Meine Damen und Herren, am heutigen 16. Februar 2022 sind wir heute leider nicht in der Lage, uns live Ihnen in unserer Pressekonferenz zu zeigen. Wir zeichnen deshalb diese Pressekonferenz auf und stellen sie etwas später dann ins Internet und hoffen, dass sie trotzdem bei Ihnen auf Resonanz trifft. Frau Dr. Treu, unsere Amtsärztin, und ich wollen Sie über die aktuelle Informationslage informieren. Wegen dieses Sturms, der zurzeit schon über uns braust, gibt es hier im Hause einige technische Probleme. Und ich hoffe, dass uns die Medien, also sprich die Mitteldeutsche Zeitung, trotzdem hören. Ist das so, dass Herr Walter uns hören kann? Leider nicht sehen heute, aber hören? Gut. Wir haben deshalb heute vielleicht auch das Ziel, das etwas kürzer und knapper zu machen. Und als Sonderthema möchte ich heute ganz kurz über die Fragen reden, welche Regeln gelten dann in der kommenden Woche in den Schulen, in den Horten und in den Kindertagesstätten. Zunächst aber eine Einschätzung der aktuellen Infektionslage im Landkreis, erst durch mich und dann vertieft durch unsere Amtsärztin. Wir sehen heute eine Belegung der Normalstationen in den Krankenhäusern mit 39 Personen. Das ist ein weiterer Aufwuchs im Verhältnis zur letzten Woche von 11 Betten. Der Maximalwert, den wir bisher im Burgenlandkreis erreicht haben, liegt hier bei 94. Auf ITS befinden sich 4 Personen. In der letzten Woche waren es 5. Und der Maximalwert liegt hier bei 14. Und wir haben demgemäß auch eine insgesamt höhere Hospitalisierungsrate von 27. Der Höchstwert hier lag einmal bei 45,5. Die Inzidenz liegt bei 1.344 und sie ist seit der zurückliegenden Woche angestiegen von 1.115. Wir sehen jetzt eine gewisse Seitwärtsbewegung, aber wir sind uns nicht sicher darüber, ob damit die höchsten Werte dieser Omikron-Welle erreicht sind oder ob die Zahlen nicht auch auf die jetzt angelaufenen Ferien und damit auch weniger Testfälle, die ja in den Schulen jetzt nicht stattfinden, zurückzuführen ist und ob nicht die Zahlen in der kommenden Woche noch weiter ansteigen. Wenn Sie sich erinnern und vielleicht auch in der letzten Woche bei unserer Information dabei waren, habe ich darüber berichtet, dass die Fallzahlen täglich sehr, sehr hoch sind. Zum Beispiel gestern waren 431 Neuinfektionen. Und ob es uns dann gelingt, die Berechnung der Tagesinzidenz richtig durchzuführen, hatte ich offen gelassen. Bisher ist uns das dank der fleißigen Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt gelungen. Das heißt, die Gesamtinzidenz, die Sie täglich sehen, die ist sauber und richtig berechnet. Wo wir allerdings im Moment Fragezeichen dahinter setzen, sind die Teilinzidenzwerte, die wir für Geimpfte und Ungeimpfte ausweisen. Das hängt damit zusammen, dass ein nicht unerheblicher Teil von Fällen noch nicht ausbearbeitet oder anbearbeitet sind. Und da zu diesem Bearbeiten der Fällen gehört auch immer das Herausfinden der Frage, ist jemand geimpft oder ungeimpft? Und da wir ungefähr 1.000 noch nicht aufbereitete Fälle haben, wird also diese Zahl nicht genau stimmen. Wir sollten also mit den aktuellen Inzidenzzahlen für Geimpfte und Ungeimpfte sehr vorsichtig umgehen. Und wir informieren Sie dann hier wieder, wenn wir diese statistischen Werte auch wieder sehr sauber berechnen können. Wenn wir uns im mitteldeutschen Raum umschauen und zunächst vielleicht den Blick nach Sachsen-Anhalt wagen, da liegt der Höchstwert der Inzidenz im Moment im Landkreis Jerichower Land mit 2.212 und in der Stadt Magdeburg mit 2.272. Und der Burgenlandkreis liegt hier im unteren oder untersten Teil des untersten Drittels, also deutlich unter den Höchstwerten und auch deutlich unter dem Durchschnitt in Sachsen-Anhalt. Die Inzidenz liegt hier bei 1.677.
In unseren Nachbarlandkreisen geht die Spanne von 416, das ist unser Nachbarlandkreis Greiz, der im Moment deutschlandweit den niedrigsten Wert aufzuweisen hat, bis zu 1532. Das ist unser Nachbar, der Landkreis Leipzig. Und die meisten unserer Nachbarn liegen bei einer Inzidenz zwischen 1000 und 1500, also in etwa wie wir. Zum Impfen kann ich Ihnen mitteilen, dass unsere Impfquote für die Zweitimpfung auf 68,89% angestiegen ist und für die Auffrischungsimpfungen bei 49,85% liegt. Wir haben uns einmal die Vergleichswerte der Impfquoten unter den Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen-Anhalt angeschaut. Diese Impfquote berechnet sich ja immer aus den Impfquoten der Impfzentren und Impfstellen, die wir als Landkreis betreiben, und den Impfungen, die die Hausärzte und Betriebsärzte durchführen. Und wenn wir uns nur die Werte der Impfzentren und Impfstellen der Landkreise anschauen, so zeigt sich ein sehr erfreuliches Bild. Da liegen wir nämlich bei den Erstimpfungen landesweit auf dem ersten Platz und bei den Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen jeweils landesweit auf dem zweitbesten Platz. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, um mich ganz herzlich bei allen zu bedanken, die das Impfzentrum organisieren, in den Impfstellen die Arbeit tun, die Hauptamtlichen, die Nebenamtlichen. Also das ist ein ganz hervorragendes Ergebnis, das sich landesweit sehen lassen kann. Nicht ganz so gut sind natürlich dementsprechend die Werte der Arztpraxen, aber darüber haben wir ja hier auch schon mehrfach berichtet. Ich würde jetzt das Wort gerne Frau Dr. Treu übergeben, die die Infektionslage im Burgenlandkreis im Detail erläutern kann. Ja, einen guten Tag. Die Infektionslage in unserem Landkreis, wir befinden uns ja in der fünften Welle, die durch Omikron verursacht wird. Wir wissen noch nicht, ob wir das Plateau erreicht haben. Deutschlandweit ist ja schon wieder ein leichtes Abfallen der 7-Tages-Inzidenz zu verzeichnen. Aber für die Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt ist das noch nicht erreicht. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Zahlen auch noch weiter steigen können. Wie bereits unser Landrat bemerkte, sind wir auch weiter gestiegen. 7-Tages-Inzidenz in der Vorabkündigung mit 1274 werden wir morgen erreichen. Die meisten Fälle stellen wieder die Kinder und Jugendlichen noch nach wie vor. Es ist aber auch ein Anwachsen der Infektionen im Bereich der Älteren zu verzeichnen. Wo befinden sich diese vielen Infizierten in unserem Landkreis? Dazu ist festzustellen, unser Risikobereich, die Pflegeheime. Dort müssen wir mitteilen, dass die Infektionen jetzt dort eingetragen worden sind. Also das heißt, dass wir da eine Zunahme der Geschehen, der Ausbruchsgeschehen haben. Und da haben wir im Moment 5 Pflegeheime, in denen wir Covid-19 Infektionen bzw. Erkrankungen bei Bewohnern und Personal haben. Das ist in Stößen, das Seniorenzentrum am Stockberg. Dort haben wir bereits 40 nachgewiesene Infektionen. 32 Bewohnerinnen sind betroffen und Bewohner und 8 Mitarbeiter. Der Großteil ist geimpft. Von den 8 Mitarbeitern sind 7 geimpft und von den 32 Bewohnern 24. Dann haben wir weiterhin im Luisenhaus ein Geschehen. Dort, das zieht sich auch schon über einige Wochen. Das ist jetzt auf 32 Infektionsfälle sind dort nachgewiesen worden. 3 Mitarbeiterinnen und 29 Bewohner sind betroffen. Im August-Rheinstein-Haus in Naumburg haben wir 18 nachgewiesene Infektionsfälle, 13 Bewohner. Davon sind 11 geimpft und 5 Mitarbeiter, von denen 4 geimpft sind, sind betroffen. Und im Altenpflegeheim Töpferdamm in Weißenfels, dort haben wir jetzt insgesamt 37 nachgewiesene Infektionen. Es betrifft 22 Bewohner, davon sind 20 geimpft, 11 Mitarbeiter, von denen 9 geimpft sind
und ein Todesfall ist dort leider zu verzeichnen an und mit Covid. Das war eine 89-jährige Bewohnerin oder Bewohner, die geboostert war. Ein Geschehen auch noch im Freiburger St. Laurentius Hospital. Dort sind 25 Bewohner und 5 Mitarbeiter positiv getestet. Das ist ein Geschehen, welches sich erst diese Woche, also das heißt seit vorgestern, herausgestellt hat. Es gibt auch weitere Geschehen in Kindereinrichtungen, also Kinderheime und Wohnheime für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung, wo einzelne positive Fälle nachgewiesen worden sind. Es gibt auch vermehrt Infizierte, die so krank sind, dass sie einer stationären Behandlung bedürfen. Das sind in unserem Landkreis aktuell 39 Infizierte und die sind in den Kliniken Naumburg, Zeitz und Weißenfels verteilt. Also in Weißenfels haben wir insgesamt 19 Patienten, welche sich aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung befinden. Dazu ist zu erwähnen, dass aber 10 Patienten aufgrund der Symptomatik durch die Covid-19-Infektion stationär behandelt werden müssen und die anderen andere Grunderkrankungen haben, die einer Krankenhausbehandlung bedürfen und die Infektion nebenbei praktisch bei Aufnahme festgestellt worden ist. Intensivmedizinisch befinden sich 2 Patienten in stationärer Behandlung. In Zeitz haben wir 5 Patienten, welche stationär behandelt werden. Darunter befindet sich ein 5 Monate altes Baby und deren Mutter, die beide infiziert sind und das Baby leidet an Symptomatik, also Störung der Nahrungsaufnahme, Bauchschmerzen und Fieber. Die anderen 4 Patienten im Alter zwischen 19 und 62 Jahre sind alle ungeimpft. Ein Patient befindet sich in intensivmedizinischer Betreuung. Die Grunderkrankung für die intensivmedizinische Betreuung ist aber in dem Fall nicht die Covid-19-Infektion. In Naumburg haben wir 14 Patienten, die stationär behandelt werden müssen. Unter diesen 14 Patienten sind ebenfalls 2 Kinder, also das heißt ein 8 Jahre altes Kind mit Atemproblemen und allgemeinen Störung des Allgemeinbefindens. Also das äußert sich nach Angaben der Klinik hauptsächlich in ausgesprochen starken Gliederbeschwerden, Gliederschmerzen, sodass die Patienten sich nur schwer bewegen können. Und eine 17 Jahre alte Patientin, welche ebenfalls mit Atemsymptomatik sich der stationären Behandlung unterziehen muss. Auf der intensivmedizinischen Station befindet sich ein Patient mit anderer Grunderkrankung. Es ist aufgrund der zunehmenden Fallzahlen auch eine Zunahme der stationären Behandlungsfälle zu verzeichnen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Schwere der Erkrankung zu, sodass die Hochaltrigen, also das heißt über 60-Jährigen und auch die Pflegeheimpatienten, eher schwer erkranken und einer stationären Betreuung bedürfen. Insgesamt ist aber die Fallzahl deutlich geringer und das haben wir natürlich den vielen schon Geimpften zu verdanken und auch der leichteren Verlaufsform der Omikron-Variante. Das darf man nicht vergessen. Eine hohe Gefahr für die Gesundheit aufgrund einer Infektion besteht aber weiterhin für Ungeimpfte jeden Alters. Also das heißt, auch für junge Menschen, die ungeimpft sind, besteht das Risiko eines schweren Erkrankungsverlaufes. In den Kindereinrichtungen, wie gesagt, in den Kindergärten ist es so, dass wir Einzelfälle bei Mitarbeitern und auch bei Kindern in bisher 37 Kindereinrichtungen zu verzeichnen haben. Also das entspricht dem breiten Bild, der breiten Verteilung der Infektionen in der Bevölkerung. Das wäre jetzt zum allgemeinen Infektionsgeschehen in unserem Landkreis alles und ich gebe das Wort zurück. Ja, und ich komme zu unserem Sonderthema, das heute lautet, welche Regeln gelten denn in Schulen, Kindertagesstätten und Horten nach den Ferien?
Da ist zunächst einmal die Grundaussage, es gelten die gleichen Regeln, die auch schon vor den Ferien golden, zur Maskenpflicht, zu Quarantäne und zum Testen. Was bedeutet das im Einzelnen? Wir haben in den Schulen und Horten die Regelung, dass der Test täglich von Montag bis Freitag stattfindet, und zwar sowohl für Geimpfte und Ungeimpfte, ebenfalls für Genesene. Das ist eine Sonderregelung, die wir im Burgenlandkreis im Moment haben. Es gibt Ausnahmen für Schüler an den Förderschulen für geistige Entwicklung. Das ist dort an den Schulen bekannt. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Bei der Maskenpflicht ist es so, dass sie im Moment auch noch während des Unterrichts bzw. auch im Hort besteht. Und hinsichtlich der Quarantäne von Schülerinnen und Schülern läuft eine Quarantäne über 10 Tage, und es gibt die Möglichkeit, dass man sich ab dem 7. Tag mit einem offiziellen Schnelltest, also nicht daheim, sondern mit einem Test im Testzentrum, freitesten lassen kann. Also auch hier der 7. Tag wie in der Gesamtbevölkerung. Nun sind ja schon einige Informationen bekannt geworden zu möglichen Lockerungen, die das Land Sachsen-Anhalt ins Auge fasst. Ich will aber dazu sagen, dass diese Informationen noch keine Rechtswirkungen haben und auch sehr abhängig sein werden von einer Verlangsamung des Infektionsgeschehens. Das Land stellt sich vor, dass man vielleicht ab dem 28. Februar auf das Tragen einer Maske im Unterricht verzichten kann und dass man gegebenenfalls dann vom 7. März an bis zu den Osterferien nur noch 3-mal in der Woche testet. Wir schauen jetzt erstmal auf die heutige Ministerpräsidentenkonferenz, auf die neue Landesverordnung und auf die Infektionslage, ob das Land tatsächlich diese Lockerungen vornimmt. Und wenn das der Fall ist, würden wir dann in der kommenden Woche auf der Grundlage unseres Infektionsgeschehens hier im Burgenlandkreis entscheiden, ob wir dann auch unsere Kreisverordnung dementsprechend anpassen und diesen Weg mitgehen oder ob unsere Regelungen dann noch aufrechterhalten werden, die so aussehen, wie ich es gerade beschrieben habe. Grundsätzlich ist es so, dass wenn unsere Infektionslage sich nicht von der im Land unterscheidet, wir dann den Landesweg mitgehen. Unterscheidet sich unsere Infektionslage, dann können gegebenenfalls auch andere Regelungen durch die Kreisverordnung ergriffen werden. Im Bereich der Kindertagesstätten ist es so, dass wir hier eine Testpflicht 2-mal pro Woche haben für die Beschäftigten. Da rede ich jetzt nicht von den Kita-Kindern, sondern nur von den Beschäftigten. In der Schule sind es ja alle, in der Kita sind es nur die Beschäftigten. Aber auch hier gilt aufgrund einer eigenen Regelung in der Kreisverordnung, dass sich auch Genesene und Geimpfte diesem Test unterziehen müssen. Für die Quarantäne im Kita-Bereich gilt nichts anderes als in der Schule oder in der Gesamtbevölkerung, Regelfall 10 Tage, Freitesten ab dem 7. Tag durch einen qualifizierten Schnelltest. Ob jetzt die entsprechenden Bilder eingeblendet werden konnten, das weiß ich gar nicht. Herr Dr. Müller-Uhrig nickt, jawohl, umso besser, dann haben Sie das auch grafisch noch mal sehen können. Ich komme jetzt zu den Bürgeranfragen, will noch mal darauf hinweisen, dass zu dem Thema Corona die Bürger die Möglichkeit haben, unter der E-Mail-Adresse belandratung@blk.de Fragen immer bis Montagmittag einzureichen, die wir dann hier beantworten. Natürlich können Sie auch per Brief oder auf andere Weise die Fragen an uns richten. Wir haben dieses Mal 2 Fragen herausgegriffen. Eine Frage ist von Frau K. Der Name liegt uns vor. Da die Anfrage aber an mein persönliches Postfach gekommen ist und nicht an Belandratung, möchte ich den Namen jetzt hier nicht nennen. Tut ja auch nichts zur Sache.
Die Anfrage lautet: Sehr geehrter Herr Ulrich, mittlerweile bin ich seit fast 10 Jahren in einer Zahnarztpraxis tätig und liebe meinen Beruf. Leider ist es mir durch die geltende Impfpflicht ab 16.03.22 bald nicht mehr möglich, meinen Patienten zu helfen und meinen Beruf weiter auszuüben. Dadurch wird mir jegliche Perspektive genommen und ich weiß nicht, wie es für mich weitergehen soll, da ich selbst entscheiden will, wann ich mich impfen lassen werde. Darum stelle ich Ihnen folgende Fragen. Erstens, wie wollen Sie mit der zukünftigen Impfpflicht umgehen? Und zweitens, gibt es einen Notfallplan vom Gesundheitsamt, wenn aus mehreren medizinischen Gruppen wichtiges Fachpersonal wegfällt? Zunächst danke für diese Anfrage, die ich gerne beantworte und Ihnen auch meinen Respekt zum Ausdruck bringen will für Ihr tägliches Engagement in der Zahnarztpraxis. Und wenn Sie da auch einen erfüllenden Arbeitsplatz gefunden haben, dann finde ich das sehr gut. Zu der Frage der Impfpflicht und wie wir damit umgehen, habe ich ja auch in den bereits vorangegangenen Pressekonferenzen mich geäußert. Ich sage gleich dazu noch mal etwas. Aber zunächst würde ich die Fragestellerin bitten, noch einmal über die Impfbereitschaft nachzudenken, da Sie ja ohnehin andeuten, dass Sie sich diesem Thema nähern wollen, will ich Sie dazu noch einmal ermuntern und Ihnen sagen, wir haben insgesamt 168,4 Millionen Impfungen in Deutschland seit der Möglichkeit einer Corona-Schutzimpfung verabreicht und die Zahl der Impfkomplikationen war sehr, sehr gering. Ich würde sehr gerne in der nächsten Woche über diese Frage hier näher informieren, wie viele Impfkomplikationen gibt es denn deutschlandweit und vielleicht ja auch bei uns. Vielleicht schauen Sie dann auch zu dieser Frage noch einmal rein und überdenken Ihre Entscheidung noch einmal, zumal wir demnächst auch mit dem neuen Impfstoff von Novavax aufwarten können. Sobald wir den Termin haben, sobald wir also die Lieferung erhalten haben, werden wir über die Medien darüber informieren. Zu Ihren konkreten Fragen noch einmal zurückkommend. Die Frage, ob eine, man nennt es einrichtungsbezogene Impfpflicht besteht oder nicht, die entscheidet der Gesetzgeber. Nicht der Landkreis, auch nicht das Land, sondern der Bundestag. Die ist entschieden. Und die Antwort des Bundestages ist, wer neu beschäftigt wird, braucht die Impfung. Für die Altfälle steht es im pflichtgemäßen Ermessen der Gesundheitsbehörde, über die Frage zu entscheiden, ob ein Betretungsverbot für Ungeimpfte in diesen Einrichtungen, die davon betroffen sind, ausgesprochen wird oder nicht. Und dieser Aufgabe stellen wir uns, indem wir eine Arbeitsgruppe bereits hier installiert haben, auch entsprechend Personal jetzt zur Verfügung stellen, die diese Verfahren vorbereiten. Was ich Ihnen heute sagen kann, ist, dass es nicht so sein wird, dass am 16. März die Entscheidungen fallen. Das bedarf eines schwierigen Verfahrens mit Anhörungen, sodass niemand von einer solchen Entscheidung überrascht wird, sondern diese Entscheidungen gut vorbereitet werden. Und natürlich im Rahmen dieser Prüfung auch die Frage der Sicherstellung von medizinischer Versorgung, von Pflegeversorgung und Ähnlichem eine sehr große Rolle spielen wird. Wir können heute noch nicht sagen, ab wann überhaupt Entscheidungen getroffen werden, aber wir bereiten uns auch auf diese Frage vor und werden uns überlegen, wie lange die Verfahren überhaupt brauchen, um Personen anzuhören, Einrichtungen anzuhören, kompetente Dritte hinzuzuziehen, die uns zum Beispiel zu der Frage helfen, ob eine Unterversorgung in einem bestimmten Bereich droht und dann erst eine Entscheidung zu treffen. Das ist wichtig, auch für die Einrichtungen selber. Das heißt, niemand muss am 16. März sein Personal ausplanen, sondern wir setzen uns dann rechtzeitig mit Ihnen als Betroffene und mit Ihrem Arbeitgeber in Verbindung. Demzufolge gibt es auch keinen Notfallplan des Gesundheitsamtes, wann, also für den Wegfall von medizinischen Gruppen.
weil der Notfallplan ja im Rahmen der Ermessensentscheidung eine Rolle spielt und wir im Rahmen der Ermessensentscheidung diese Frage, ob wir überhaupt eine solche im Einzelfall bestehende Verpflichtung aussprechen oder nicht, dann umsetzen. Ich komme zur zweiten Frage von Hans-Günter Koch. Die geht in eine sehr ähnliche Richtung, ist aber im Ton etwas schärfer. Aufgrund der sehr langen Anfrage beschränke ich es jetzt wirklich auf die Frage selbst. Die lautet, werden Sie sich in der für Mitte März angekündigten sogenannten Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeberufen im vorauseilenden Gehorsam gegen eine restriktive und grundgesetzwidrige Umsetzung dieser Forderung oder gegen engagierte Mitarbeiter in diesen Pflegeberufen einsetzen? Es ist aus seiner Sicht voreilig und rücksichtslos, Menschen, die seit Jahren ihr soziales Engagement bewiesen haben, zu diskriminieren und durch ein Berufsverbot in existenzielle Not zu drängen. Das schreibt Herr Koch. Also zu der Frage, wie wir mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht umgehen, habe ich ja gerade aufgrund der Anfrage von Frau K. gesprochen. Ich finde es ziemlich, wie soll ich sagen, vermessen, eine solche Beurteilung anzubringen, dass es sich hier um eine grundgesetzwidrige Umsetzung handelt. Ich glaube, das sind Entscheidungen, die den Gerichten, hier dem Bundesverfassungsgericht, vorbehalten sind. Unser Blickwinkel als Verwaltung ist natürlich, Gesetze sind anzuwenden und der Ermessenstatbestand, der hier besteht, den werden wir auch ausüben und entsprechend nutzen. Also niemand muss die Sorge haben, dass wir von jetzt auf gleich undurchdachte, übereilte Entscheidungen treffen. Soweit die Anfragen, die heute bei uns eingegangen sind. Und jetzt bestünde die Gelegenheit, dass Herr Walter noch Fragen stellt. Ja, also die stationäre Krankenhausbehandlungsrate bei Kindern ist gestiegen, aber noch verhältnismäßig gering. Es ist so, je mehr Infektionen auftreten, desto häufiger treten auch schwerere Verlaufsformen auf, die auch einer stationären Behandlung bedürfen. Das ist in allen Altersbereichen so, wobei natürlich das Risiko ab 60 Jahre wirklich schwer zu erkranken und auch zu versterben wesentlich größer ist natürlich als für Kinder. Aber für Kinder, gerade 0 bis 5 Jahre, die sind ungeimpft und auch die Impfrate für die 5 bis 18-Jährigen ist ja noch gering. Insofern ist es wichtig, da auch immer dran zu denken, dass schwere Verlaufsformen auftreten können, dass das Risiko besteht, Folgeerkrankungen zu erleiden. Und auch das Post-Covid-Syndrom, Long-Covid-Syndrom, gibt es auch für Kinder. Dazu existieren natürlich aber zu wenig Fallzahlen und es gibt ja noch keine, sage ich mal, Datengrundlage darüber. Das werden wir erst im Nachhinein erkennen können. Deswegen auch ist es so wichtig, dass sich allen, denen es möglich ist, sich impfen zu lassen, dass sie die Impfung wahrnehmen. Das trägt unbedingt auch zum persönlichen Schutz bei und auch zu dem Schutz, für die es noch keine Impfmöglichkeit gibt. Das sind zum Beispiel eben unsere jungen Kinder von 0 bis 5 Jahre, für die besteht noch keine Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und auch für Menschen und Kinder mit Krankheiten, denen es nicht möglich ist, sich impfen zu lassen, aus medizinischen Gründen. Also das ist jetzt für die Zuschauer sehr schwierig, weil sie gar nicht die Fragen hören.
Die Frage, wenn ich Sie richtig verstanden habe, war, dass es ja hier noch Regelungen gibt, die über die Landesregelung hinaus gelten. Ja, diese Regelung haben wir noch für die Schulen und Horte und Kitas, die da lauten, getestet werden auch, also alle Personengruppen. Und wir haben jetzt noch Zeit, um die Infektionssituation bis nächste Woche zu beobachten. Im Moment führen wir diese Regelung noch fort und werden dann nächste Woche entscheiden, je nach Infektionslage und je nach der Regelung des Landes, was wir davon auch noch aufheben. Wir würden jetzt sehr gerne erstmal die Landesverordnung abwarten. Das hat jetzt wenig Sinn im Moment, die Verordnung in diesem Punkt zu ändern, wenn wir sie dann vielleicht danach nochmal an die Landesregelung abwarten. Und da diese neue Landesverordnung ja im Ergebnis der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz kommen wird, können wir dann auch reagieren. Ich glaube, es ist jetzt nicht besonders dramatisch und auch eigentlich nicht schlecht, wenn wir noch einen höheren Schutz in den Kindertagesstätten beziehungsweise in den Schulen hätten, in dem Sinne, dass sich dort alle testen müssen und nicht nur ausgewählte Gruppen. Also Sie haben jetzt, ich versuche es mal zusammenzufassen, damit die Zuschauer es auch hören, auf den Bürgerdialog und auf einen offenen Brief, den Bürgermeister aus dem Burgenlandkreis und ich auch erhalten haben, angesprochen, wie wir jetzt mit dem Bürgerdialog umgehen. Wir gehen so damit um, dass ich für morgen eine nicht öffentliche Gesprächsrunde durchführe, an der sowohl Corona-kritisch eingestellte Personen als auch andere eingeladen sind. Wie wir dann mit dem weiteren Wunsch umgehen, Gespräche zu führen, das würde ich gerne erst mit den Bürgermeisterkollegen abstimmen. Dazu möchte ich mich jetzt noch nicht äußern. Es gilt aber grundsätzlich, dass Veranstaltungen oder Einladungen in eine Situation, in der wir nicht wissen, welche Personen und Menschen dort auch zur Sprache kommen, wie zum Beispiel in dem Vorschlag, da sollen also freie Plätze bleiben, um dann Menschen dort sozusagen unerwartet dort zum Sprechen zu bringen. Das halte ich für sehr problematisch angesichts des Umstandes, dass ja in den zurückliegenden Veranstaltungen, die hier im Burgenlandkreis stattgefunden haben, auch Rechtsextremisten das Wort nicht nur erhalten wollten, sondern auch erhalten haben. Also es ist schwer zu beurteilen, dass bei einem Personenkreis, der sehr heterogen zu sein scheint und aus ganz unterschiedlichen Gruppen sich doch zusammensetzt, was sich aus solchen Kundgebungen und Demonstrationszügen dann aus der Situation heraus ergibt. Ich könnte nicht ausschließen, dass sowas auch bei uns passiert. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass auch das Vertrauen zwischen der Versammlungsbehörde und denjenigen, die die Versammlungen anmelden, so groß ist, dass wir nicht zu solchen überraschenden Aktionen hier im Landkreis kommen. Ich finde es überhaupt nicht richtig und mich erinnert, dass wenn Menschen auf der Straße mit Fackeln marschieren und dann noch Losungen skandieren und dann vor die Häuser von Privatpersonen
ziehen. Mich erinnert das an eine ganz, ganz schlimme Zeit. Da wird ein unerträglicher Druck auf diese Menschen, die davon betroffen sind, ausgeübt. Und das ist jenseits von all dem, was zu einem fairen Dialog zu unterschiedlichen Meinungen gehört. Also das hat im Burgenlandkreis natürlich nichts zu suchen. Gut, dann hoffe ich, dass die Zuschauer ein bisschen was überhaupt verstanden haben. Wir hatten heute leider technische Probleme. Ich bitte um Nachsicht. Wir werden sehen, dass das in der nächsten Woche dann behoben ist. Das funktioniert bestimmt, weil dann der Sturm über uns hinweggezogen ist. Ihnen allen wünsche ich, dass Sie von der etwas unruhigen Nacht verschont bleiben. Wir sind in der Leitstelle und im Katastrophenschutz vorbereitet auf die Situation. Bitte schauen Sie auch noch mal zu Hause, ob Sie dieses oder jenes vielleicht noch in Sicherheit bringen können. Vielen Dank und einen schönen Tag.